Hallo Leute, heute gibt's eine neue Folge mit mir, der Dattelflaume. Lehnt euch zurück, entspannt euch. Los geht's. Oh Leute, da sind mir irgendwelche Figuren hinter mir her. Ich weiß es nicht, wer das ist. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal hier ganz schnell mich versuchen, irgendwo hier, zu verstecken. Das ging ratzifatzi. So schnell konnte ich gar nicht schalten. Hab mir hier vorne die Lampe reingeschossen. Beziehungsweise mich gerammt. Jetzt werde ich erstmal hier mich, verpopeln. Hier schön mal parken. Und raus hier. Junge, 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 Junge. Auto zumachen, natürlich. Und gehen wir mal hier rein. Bevor ich hier finden, Nelly, und bei Ihnen alles gut? Ja, bei mir ist alles super. Das freut mir. Wollten Sie vielleicht Adresse an Wohnung oder? Nee, ich habe ein eigenes Haus, eine Villa. Ja, das ist immer gut. Villa immer gut. Ich war lange Zeit nicht hier, weißt du, das Problem. Okay. Ja, locker 5 Monate. Wie gehört das Taxi da draußen? Das ist mir. Muss nur. Richtig. Richtig. Da haben wir uns eben angeschossen, zufällig. Ah, Taxileben immer gefährlich. Ich kann gar nicht sehen, wie oft ich angeschossen wurde. Eben am PD. Du hast eben angeschossen. Ja, richtig. Wer ist denn das? Du, Lord. Nee, was? Ich bin gerade erst auf die Insel. Du? Richtig. Okay, musst du aufpassen. Ja, muss aufpassen, ist gefährlich, nur immer wieder Kopfschmerzen und scheißen Dreck. Ja, musst du aufpassen, mein Freund. Ich muss jetzt weiter. Muss immer aufpassen, manchmal, wenn ich Windschutzscheibe Fensterseite runter, kommt Fliege im Mund, muss auch immer aufpassen. Ja, ich geh runter mal. Machen gut, Junges, mal. Gegen gute Kopfschmerzen hilft meistens das hier. Ha! Ah, ich verstehe. Ja. Einfach hier drinnen Joints rauchen, ist das Ihr Ernst? Ja, kein liberales Gesetz. Ja. Haben Sie eine Sondergenehmigung? Ja. Ah, der hat Cluster-Kopfschmerzen, der Junkesmann. Okay. Das hilft dagegen, dann habe ich nicht mehr so viele Kopfschmerzen. Das ist das. Wundert mich nicht, warum es hier immer so stinkt. Ja. Das hätten Sie mal alte Indianer sagen müssen, nach langer Weise leben. Okay. Der hätte gesagt: Einzige, was stinkt, ist Cowboy auf alte Pferd. Interessant. Ich muss mal kurz was abschicken. Du bist das, oder? Nee, das ist er. Ich bin Taxifahrer. Eben. Kann ich Ihnen helfen, junges Mann? Ja, da unten, da wartet doch der Herr, der Sie vorher vom PD bedroht hat. Ah. Der wird gerne mit Ihnen sprechen, glaube ich. Bedroht? Oh, da komm ich mal mit. Da wollen wir mal gucken, was. Oh, haben Sie sich. Oh, das sah gefährlich aus. Moinsen. Nee, das gehört dem der Kollege, der jetzt gerade kommt. Hey, wir kennen uns doch, oder, Kollege? Das ist mein Auto. Komm mit. Was willst du, junges Mann? Komm einfach mit. Warum? Komm mit, wir kennen uns von gerade eben. Ja. Einfach mitkommen. Einfach mitkommen. Einfach mitkommen, ja gut. Verwarnung, komm mit. Muss gucken, ne? Muss gucken. Eben konnte leider nicht viel machen. Immer diese dreckig Kopfschmerzen. Ja, bitte mit dem G-Muskel rein. Ja, Mann, einem Mann mit diese Ding in der Hand sag ich nicht nein. Leute, kommt ihr. Und sie bleiben da drinnen, ja? Ja, alles gut. Muss ihn auch nicht aufregen. Habe viele Kinder. Leute, ich habe ihn. Kommt bitte. Ich habe ihn. Scheint dir eine. Ich die ganze Zeit. Ich mag keine Eisenschulter kriegen. Was so. Also erzählen Sie mir mal was über sie. Ich soll was über mich erzählen, junges Mann. So viele Leute, da kann man nichts flüstern. Mal, zieh mal die Masken auf hier bitte, ja. Zieh mal die Masken auf, alle. Ich hab keine Maske. Ja, du bist ja eh schwarz, ich erkenne keiner. Ich bin. Also ich mach da nicht mit, ne? So. Guck dir mal an hier, da sitzt hier im Auto drin, ne? Und wir du bringen bist der Aggressator. Wir bringen Hallo. Ich wusste gar nicht, dass ich so ein wichtiger Mensch bin. Sie arbeiten für wen?
Für meine Frau und für meine 8 Kinder. Für wen arbeiten Sie? Für welche Fraktion? Für Fraktion Familie. Macht ihr jetzt mit dem anderen? Ist das nicht der andere? Aber wenn es mir erlaubt ist, Sie haben ein schönes Auto. Danke. Also gut, wir rufen die Polizei, es brauchen Sie keine Sorgen zu machen. Ich rufe die Polizei und sage, Sie sind entführt worden. Wie ist Ihr Name? Mein Name? Ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen soll. Schnell, Swanson Gubix. Weiß nicht, ist das so eine gute Idee, den jetzt zu sagen, jetzt wo ich Sie gerade entführe? Ich habe nichts gesagt. Ja, den Entführer, den kann ja den Namen wusch sein. Aber ich brauche den Namen für die Polizei. Ich weiß nicht, ob der jetzt den Namen sagen soll oder nicht. Das ist das Problem, weil dieser Mann hat eine kalte Eisen in seiner Hand. Kann ja auch nur die Sozialversicherungsnummer raus. Der nimmt dir dann sowieso ein Personalausweis weg, wenn du blöd bist. Ganz ehrlich, den nehmen wir mit, komm. Oh, zu spät. Ich komm operiere, okay. Wissen Sie eben. Jawohl, junges Mann. Hey, Opa! Ja. Hey, Opa Johnson, bring dir mal ein bisschen Deutsch bei. Das soll eine Entführung werden, Jungs. Jetzt sag dir meinen Namen hier. Ich habe nichts gehört, machen sich keine Gedanken. Du willst mich umbringen? Jetzt muss sterben. Muss sterben, aber weißt, Wissen in der Glauben an Wiedergeburt kann niemals sterben. Der kann niemals sterben. Glauben an Wiedergeburt. Okay. Oder in der Eingangs. Nicht schlagen. Jetzt echt töten, ne? Muss ich mich nicht schlagen. Könnt ihr einen Totenschein ausstellen? Nein. Hey Kollege, tut mir leid. Ich muss dich umbringen jetzt. Warum? Was haben wir gemacht? Die haben meinen Namen gesagt. Welchen Namen? Und meinen mehrmals. Weil, hallo, ich habe keinen Namen gehört. Ja. Welche Namen? Tut mir leid. Wir müssen nicht leid tun, weil noch nichts passiert. Hast du was dabei in den Hosentaschen? Denken an Kinder, ich hab viele Kinder, gucken. Der hat Baseballschläger, die will ich haben. Kinder, viele, die gucken? Ja, müssen gucken auf meine Portemonnaie, gucke alles hier, das ist Bonita, das ist Mercedes. Wie heißt sie denn überhaupt? Mein Name ist Goop Swanson. Swanson. Sind aber nicht der Berühmte, ne? Ich kenne da einen, der heißt so, aus Amerika. Ja, das ist ein boxender Mann, richtig? Der UFC-Kämpfer. Richtig, das ist, weil ich auch machen Kickboxen, schon lange. Ja, was haben sie in den Taschen denn noch so? Smartphone oder irgendwie sowas? Ja, haben Smartphone, haben... Ja, weiter. Verbandekasten, Fangkäfig und... Er braucht das alles. Wie kann ich dem jungen Mann das geben? Mit dem Torrad reinstecken. Nee, das Auto, mit dem Torrad voll. Ja, machen wir es ins Auto rein. Und den Baseballschläger hätte ich auch gerne. Ja, keine Ahnung, wenn ich den geben kann, dann kriegen. Hier. Einmal den I-Muskel und dann einfach alles reinstecken. Jetzt nehme ich mal alles. Den Baseballschläger hätte ich aber auch gerne. Du hast vielleicht schon das Alice-Pack bekommen. Ja, nimm du das Alice-Pack jetzt. Oh ja, nehme ich. Fangkäfig, das kann er behalten, das will ich nicht, so scheiße. Den kannst du wieder rausnehmen, den Fangkäfig. Smartphone, das nehme ich mir gerne mit. Ja, okay. Fangkäfig und Verbandskasten kannst du behalten. Okay. Jetzt spät, habe ich alles genommen. Nehmen ruhig, besser als meine Leben nehmen. Hoffentlich lernst du aus der Lektion. Ich lerne immer. Sie haben mir auf brutale Art und Weise gebracht, kommt Gangster mit Knarre, nicht wegfahren, sondern warten. Gibt ihm jetzt eine Schelle, dann schläft er immer drei, vier Tage. Steigen Sie bitte ein, der Cup. Ich wollte ihm jetzt eine Schelle geben. Nein, das geht nicht, das können wir nicht machen. Eine Schelle, dann fühlst du da. Bitte nicht schlagen, bitte nicht schlagen. Hau ihm eine rein, ja. Nicht schlagen, junger Mann, nicht schlagen. So, jetzt. Der Cup. Ich hoffe, Sie haben daraus gelernt. Auf jeden Fall, ich werde Ihnen immer dankbar sein und Karma, große Karma von Affen wird Ihre Probleme aus Weg schaffen für Ihre Großzügigkeit. Danke vielmals. Nee. Opa, der hat dich angelogen. Huch, was passierte? Warum? Ich hab's im Auto geworfen. Ah, ja, okay. Opa, danke für Lehre. Danke, Meister, danke. Dieser Mann, ein guter Mann, aber mir zeigen genau, was los ist. Ja, bitte. Mal. Ja. Mir ist gerade was eingefallen. Du hast ein Alice-Pack, ne? Eine Alice-Pack... Fangkäfig, ne? Was machst du mit dem Fangkäfig?
Also haben früher ein bisschen Sachen gefangen. So seltene Salamander, aber jetzt schon lange nicht mehr. Für wen? Für meine damalige Ausbildung als Salamanderforscher. Ich würde gerne wissen, für wen du arbeitest, oder ich bringe dich hier um. Letzte Verwarnung, für wen arbeitest du? Welche Fraktion? Ich zähle von 10 runter. Sie können auch bis 100 zählen, wenn ich keine Fraktion habe. Ich sag, eine Fraktion ist meine Familie. Und ich schwöre auf alles. Machen. Es ändert nichts auf Situation. Aber wie hast du denn den Zeug verkauft? Wie heißt die Fraktion? Niemand. Ich habe nur für mich ganz allein. Und dann war ich eine gute halbe Jahr nicht hier. Für wen hast du denn verkauft? Einmal habe ich verkauft an eine dunkle Ecke, an dem ich nicht mehr weiß. Eine halbe Jahr schon leer. Du musst ja immer verkauft haben an irgendjemanden. Was willst du denn sonst mit dem Zeug machen? Naja, ich habe versucht, mich da in diese Salamander-Richtung zu machen, aber für mich nicht lukrativ, weil immer Oberfall und Polizei. Dann bin ich auf Bauernhof, auf Farm, und habe immer im Kreis gefahren. Immer im Kreis. Gib mir mal ein Perso. Perso, ja, warte, Moment, gucken. Das ist doch kein normaler, oder? Das ist normaler Basie? Ich glaube nicht. Haben gekriegt? Das ist ein normaler Baseballschläger? Wie gesagt, ich weiß nicht, haben mir vor langer Zeit gekauft. Ist wahrscheinlich eigentlich ein. Oh, nochmal reinstecken. Wie bei deiner Frau. Richtig. So, bitte, können haben. Hol dir raus, Junge. Hol dir auch. Dir. Der ist eine seltene Stück, glaube ich. So, Kollege, wünschen Ihnen einen schönen Tag. Ich danke für Ihre Großzügigkeit. Ich habe viel gelernt. Leute, vergiss das nicht. Ich vergesse nicht. Ich kenne zwar nicht Ihren Namen, aber Ihr Fahrzeug ist ein schönes Fahrzeug. Schöne Farbe von den Triaden, ne? Weiß nicht, was Triaden ist. Eine Fraktion hier, eine offizielle. Okay. Eine Mafia. Die kommen dich und machen. Brichst dir die Finger und sowas. Du schneidest dir ab danach. Ich werde beten für mich und für euch, dass keine Probleme mehr zusammenkommen. Bete für deine Familie. Wir wissen nämlich, wo deine Frau wohnt. Ich bete. Wo deine Kinder zur Schule gehen, wissen wir auch. Nix machen, ich bete. Ich fahr da jetzt hin. Nix machen. Ja, so war das, Leute. Eine kleine, ja, wie soll ich sagen, Entführung mit Schrecken. Aber der Schrecken hat nicht umgeschlagen in, ja, soll ich mal sagen, in das absolute Ende. Nochmal Glück gehabt. Die hatten mich nämlich vorher bei der Polizei. Waren die. Und ja. Haben mich da versucht zu überfallen. Aber ich bin rausgekommen, Leute. Mit viel, viel Schmackes. Und die haben mir noch ein bisschen geholfen. Also, ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag. Und wie immer, Leute, schön entspannt bleiben. Bis zum nächsten Mal. Ciao. As a woman start with, man I get the money fi go that's a gun yam them. Cash flow, this a go be your next handsome. Illuminati. Headaches and pig out in here. Have to get to you, it's them a stress. I'm a burn them out. And I watch out filthy things from the mouth, you me burn them out. Illuminati. So pick out the day, have to get to you, it's them a stress. I'm a burn them out. I know what shot from the mouth, you burn them out. Ooh.